Geschwindigkeit, das A und O bei DevOps. Was es mit dem Flow auf sich hat, schauen wir uns gleich mal an. Herzlich willkommen zur Vorlesung DevOps, heute zum Thema Flow. Die Lernziele für heute sind die drei Wege in DevOps kennenlernen, den Nutzen von WIP-Limits verstehen und den Single-Piece-Flow kennenlernen und die daraus resultierende Konsequenz verstehen. In Project Phoenix werden drei grundlegende Prinzipien vorgestellt, die das Verhalten und die Muster bei DevOps bestimmen. Der erste Weg, der schnelle Flow, hat das Ziel, den Arbeitsfluss zu maximieren und Ergebnisse möglichst schnell beim Kunden abzuliefern. Der zweite Weg, schnelles und kontinuierliches Feedback, sorgt dafür, dass Probleme schnell erkannt und gelöst werden, ja, und kein zweites Mal auftreten. Im Gegensatz zum Flow bewegt sich dieser von der rechten zur linken Seite unserer Wertekette. Der dritte Weg hat zum Ziel, eine vertrauensvolle Kultur zu schaffen, in der auch auf Basis einer Fehlerkultur lokal auftretende Erfolge und Misserfolge zu globalen Verbesserungen im gesamten Unternehmen führen können. Heute schauen wir uns hierbei den ersten Weg, den Flow, an. Im Unterschied zur industriellen Fertigung ist es in Technologiewerteketten nicht ersichtlich, wo die Arbeit stockt, sich aufstaut oder stapelt, wo Arbeit von der einen zur anderen Abteilung hin und her geschoben wird und wo Arbeit begonnen, aber nicht abgeschlossen wird. Ursache dafür ist oft, dass diese Arbeit nur digital ersichtlich ist. Um diesem Problem zu begegnen, können sogenannte Arbeitsboards genutzt werden, um die Arbeit zu visualisieren. Typische Boards sind hier Sprint-Planungsboards aus Scrum oder Kanban-Boards. Die Funktionsweise solcher Boards ist immer ähnlich. Links werden die zu erledigenden Arbeiten geplant und angeheftet und dann von einer Arbeitsstation zur nächsten Arbeitsstation geschoben, bis eine Aufgabe erledigt ist. Wie bestimmt sich nun die Durchlaufzeit? Die Durchlaufzeit ist die Zeit von dem Zeitpunkt an, an dem die Karte an das Board gehängt wird, bis sie in die Spalte fertig verschoben wird. Und fertig bedeutet aber in unserem Kontext nicht fertig entwickelt, sondern läuft produktiv und liefert dem Kunden einen Mehrwert. Das ist sehr wichtig. Im industriellen Arbeiten sind Tätigkeiten meist durch Fertigungsprozesse vorgegeben und werden vorrangig durch Kundenbestellungen ausgelöst oder Aufträgen, die eingehen. In der IT, also der Technologiewertekette, sind Arbeiten oft durch die Priorität des Tages, ja, manchmal wichtigen und manchmal auch nur vermeintlich wichtigen, aber dringlichen Aufgaben geprägt. Arbeiten werden oft unterbrochen, gewechselt, es findet also eine Art Multitasking statt und dadurch entstehen Mehraufwände. Diese Mehraufwände sind zwar erheblich, aber anders als in der industriellen Fertigung sind diese Mehraufwände oft nicht ersichtlich. Ja, und werden auch nicht bemerkt. Damit stellt sich die Frage, wie eben dieses Multitasking unterbunden werden kann. Die einfachste Art, Multitasking zu unterbinden, ist, die Zahl der Arbeiten zu reduzieren. Das erreichen wir, indem wir nur Arbeiten durchführen, die zuvor auf einer Karte festgehalten wurden und nur an etwas arbeiten, das sich in der Spalte in Arbeit befindet. Und konsequent darauf achten, dass sich eben nur eine bestimmte Anzahl an Arbeiten in der Spalte in Arbeit befindet. Die Anzahl der Arbeiten oder eben Tickets, die sich in dieser Spalte in Arbeit befindet, sind demnach unser WIP-Limit. WIP-Limits sind mit die wichtigsten Indikatoren für Durchlaufzeiten. Nehmen wir einmal an, dass die Spalte in Bearbeitung auf unserem Arbeitsboard voll ist. Aber das ganze Team hat nichts zu tun. Was bedeutet das eigentlich jetzt? Es bedeutet, dass wir warten, entweder auf Zuarbeiten, auf Freigaben, auf irgendetwas anderes. Jetzt ist es verlockend, irgendetwas anderes anzufangen, um die Zeit zu nutzen. Man wartet ja schließlich und hat nichts zu tun. Das wäre jedoch eine falsche Interpretation der Situation. Wir würden noch mehr anfangen, ohne irgendetwas abzuschließen. Besser ist es herauszufinden, warum wir warten, und im Optimalfall das Problem oder noch besser die Ursache direkt beseitigen. Aus diesem Ansatz stammt auch die Phrase Stop Starting, Start Finishing. Also aufzuhören, neue Dinge anzufangen, sondern Dinge fertigzustellen.
Mit dem nun kennengelernten WIP-Limit gehen kleine Batchgrößen einher. Also der Gegensatz der Massenproduktion, indem man große Stückzahlen anfertigt, strebt der Lean-Ansatz an, die Batchgrößen kontinuierlich zu verringern, um die Durchlaufzeiten zu verringern. Anders ausgedrückt, es soll vermieden werden, auf Halde zu produzieren, denn alles, was auf Halde liegt, erhöht die Durchlaufzeit. Das haben wir in der Vorlesungseinheit das letzte Mal kennengelernt. Die theoretische Untergrenze ist dabei der sogenannte Single-Piece-Flow. Das heißt, jede Aktivität führt immer nur genau eine einzige Einheit gleichzeitig aus. Wie können wir uns das praktisch vorstellen? Angenommen, ich bin für die Firewall in meinem Unternehmen verantwortlich. Genauer gesagt, ich verwalte die Freischaltung von Ports, richte Routings ein und so weiter. Sammle ich nun mehrere Tage lang Tickets, um diese am Ende der Woche möglichst auf einmal abzuarbeiten, erzeuge ich automatisch größere Batches. Besser wäre es, immer nur eine Anforderung abzuarbeiten, um in diesen Single-Piece-Flow zu kommen. Allerdings ist es aufwendig, da jedes Mal Prüfungen stattfinden müssen, die Software muss gestartet werden, Tests müssen durchgeführt werden und so weiter. Die Arbeit ist also für mich nicht sonderlich effizient. Führen wir den Gedanken nun fort, erkennen wir schnell, dass gegebenenfalls die manuelle Bearbeitung nicht die beste Wahl ist. Gegebenenfalls erreichen wir diesen Single-Piece-Flow ja nur durch Automatisierung. Den Gedankengang nun einfach mal festhalten. Wir bewegen uns hier schon in die richtige Richtung. Wir schauen uns hier mal die Konsequenz von größeren Batchgrößen an. Konkret haben wir 5 Einheiten mit je 4 Arbeitsschritten bzw. Teilaufgaben. Führen wir Batchgrößen von je 5 gleichen Teilaufgaben aus, werden die 4 Einheiten frühestens nach T plus 5 fertig. Die erste wird erst T plus 4 fertig. Das heißt, wir müssen den Startzeitpunkt plus 4 Zeiteinheiten warten, bis überhaupt irgendetwas genutzt werden kann. Und so lange muss jeder auf die ersten Ergebnisse warten. Reduzieren wir jetzt die Batchgröße auf 1, also einen Single-Piece-Flow, sehen wir, dass die erste Einheit bereits nach T plus 1 fertig ist, die zweite nach T plus 3 und so weiter. Wir kommen also in einen schnellen Flow und schaffen es kontinuierlich zu liefern. Diesmal haben wir die 3 Wege kennengelernt und uns den ersten Teil des ersten Weges, den Flow, angeschaut. Wir haben kennengelernt, wie wir Arbeit sichtbar machen können und warum diese notwendig ist, welchen Nutzen wir davon haben, WIP-Limits einzuführen und dass es sinnvoll ist, kleine Batchgrößen zu bearbeiten. Im zweiten Teil behandeln wir, warum es Sinn macht, Übergaben zu minimieren, warum und wie wir Flaschenhälse identifizieren und beseitigen und warum es wichtig ist, Verschwendung zu minimieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch Fragen habt oder euch bestimmte Themen interessieren, lasst es mich doch einfach in den Kommentaren wissen, fragt bei Twitter oder Discord nach. Oder besucht mich einfach in meinem nächsten Livestream. Die Links dazu findet ihr wie immer unten in den Kommentaren.